werden jetzt hier auch so einiges verspeisen, also zumindest ihr. Wir fangen an mit der Verkostung bei Team Rot. Optisch sollte es ein Tortenständer sein aus Kuvertüre. Das habt ihr erfüllt, der sollte auch gebürstet sein. Wichtig waren auch diese drei Ringe, die ihr hier habt, die so versetzt sind. Was mir so ein bisschen auffällt, ist, die Platte hatte so ein bisschen Abstand zur Torte. Also die Torte war so ein Tick kleiner und nicht genau passend. Da beim nächsten Mal aufpassen. Ihr habt auch schon gezeigt, dass ihr garnieren könnt. Man sieht auch, dass sie alle ungefähr die gleiche Schrägung haben. Das Einzige, was mir auffällt, dieses Kreuz hier in der Mitte, wo man die Einteilung sieht, das war nicht bei unserer Torte. Handwerklich gut gearbeitet. Das Erste, was mir vielleicht auffällt, ist, dass der oberste Ring bei uns ein bisschen näher an der Bodenplatte dran ist. Eingestrichen ist sie wunderbar. Auch ich habe natürlich gesehen, dass es ein bisschen größer ist, als dass es gedacht war. Ich schließe mich den beiden an. Ich bin ja nicht blind. Das heißt, die Torte ist natürlich zu groß. Aber von oben sieht sie wirklich dem Original zum Verwechseln ähnlich. Der Anschnitt ist ungefähr wie unser. Was mir gleich ins Auge fällt, ist, dass die Porung von den Böden bedeutend gröber ist als unsere. Das deutet darauf, dass sie keine Dobusböden gemacht hat. Was ich hier sehe, die Jurtron, die sind sehr, sehr zäh. Das Erste, was ich merke, das ist Frischkäse. Eine Art Frischkäse oder Sahnetorte mit Käsesahne. Und die war nicht im Rezept. Was euch aber sehr gut gelungen ist, ist die Konsistenz, wenn man sie von oben nach unten isst. Du hast halt immer diese Kerne. Das ist halt tatsächlich sehr, sehr charakteristisch. Das ist euch gut gelungen. Ich finde die Konsistenz quasi von dem Kompott auch sehr gelungen. Ich finde den genauso wie bei uns umgesetzt. Es ist natürlich keine Frischkäse-Mascarpone-Creme, sondern es war ein herkömmlicher Vanillepudding, wo dann Sahne untergehoben worden ist. Karamellsoße habt ihr drin. Die hat auch die richtige Konsistenz, genauso wie bei uns. Ja. Ich finde es ganz gut. Wenn es um eine Eigeninterpretation gehen würde, würde ich sagen, sehr, sehr lecker. Bei einer Kopie nicht hundertprozentig getroffen. Gerade bei den Böden, da achte ich halt drauf, weil die Dobaschböden meine Lieblingsböden sind. Die haben halt eine andere Konsistenz. Es ist halt alles ein bisschen luftiger. Es schmeckt halt wirklich mehr wie ein Biskuit. Vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Danke. Der Schokoladentortenständer ist da, ist mit der Struktur gebürstet. Wir haben hier die drei Ringe, die versetzt sind. Sehr schön gerade eingestrichen. Man sieht, ihr habt sehr filigran auftressiert. In der Mitte habe ich aber kein Kreuz vom Einteilen. Und die Tupfen darunter sind auch schön gleichmäßig. Der erste Eindruck auf mich ist, dass die sehr gut gelungen ist, nur ist sie eben zu groß. Das Tortenpodest sieht auch sehr gut aus. Mit dem Bürsten vom Schokolade hast du ja schon Übung. Und das hast du auch hier wieder gezeigt. Ihr habt wirklich das Optische bis auf die Größe von der Torte alles so umgesetzt, wie wir es auch vorgegeben haben. Es ist sehr schön eingestrichen. Der Zusammenbau der Torte ist exakt gemacht. Man sieht hier, es sind typische Baumkuchenböden. Dobusböden und Baumkuchenböden sind sehr gleich. Hier sind die doch etwas zu dick geraten im Verhältnis zu Dobusböden. Man sieht auch hier, warum ihr ein bisschen zu groß geworden seid, weil ihr habt schon dick und fett eingestrichen da. Bei mir ist das jetzt mit dem Einstreichen an der Stelle nicht ganz so gravierend, aber wenn ich hier bei Christian gucke, da sieht man halt, wie viel Sahne wirklich außen drauf gegeben worden ist. Und das erklärt dann halt auch, warum die Tortenplatte sehr bündig mit der Torte ist.
dieser Bärenkompott ist euch bedeutend besser gelungen. Der ganze Geschmack von oben nach unten ist gut gefüllt, ist saftig. Die Böden haben auch schon fast die richtige Konsistenz, sind halt nur ein Tick dicker. Es ist auch ein bisschen zu wenig von dem Karamell mit drin. Den habe ich nämlich jetzt die ganze Zeit versucht zu finden. Man hat hier so eine ganz, ganz dünne Schnecke. Die Moldebeeren sind nicht verkocht. Du hast immer noch diese schöne Knacken von den ganzen Kernen mit dabei. Die Sahnecreme ist natürlich nicht das, was wir mal vorgegeben haben, weil natürlich dieser Schmelz noch mal ein bisschen was anderes ist. Wenn man vorher so einen Pudding kocht und dann die Sahne unterhebt, ist es ein bisschen leichter. Es ist halt Sahne. Richtig. Vielen Dank. Danke. Danke. Auch bei euch ist die Torte auf den ersten Blick natürlich zu groß. Sie ist bündig mit dem Schokoladenteller unten drunter. Das hätte nicht so sein dürfen. Das ist sehr schön eingeteilt. Es sind die 12 Stücke. Ihr habt euch so ein bisschen dafür entschieden, diese Ringe so ein bisschen abzurunden, was anders ist als bei uns. Bei uns sind sie relativ gerade. Euer Tortenständer hat Zuschlag bekommen, oder? Ja. Ja, es ist genau dort gebrochen. Jetzt haben wir es nur schnell festgeben versucht, leider etwas schief. Ja, wir sehen das Resultat. Verlangt war auch gewürstete Schokolade, das ist mehr aufgeraut. Also ich weiß ja nicht, ob ich jetzt nur einen Knick in der Linse habe, aber was mir am meisten eigentlich bei eurer Torte auffällt, ist das Bräuchchen. So. Diese Kante hier. Hier hinten sind es dann schon drei Kanten. Das war bei unserer Torte definitiv nicht dabei. Das war ein bisschen der Zeitdruck. Auch hier sehen wir, dass die Böden alle da sind. Und ja, es ist sehr saftig. Ist ein bisschen Baywatch da drüber. Sicher lecker zu essen. Kardamom reingekommen. Ja. Den hatten wir nicht drin, aber ich mache es zu Hause auch. Aber hier ist am besten gelungen dieser Kompott mit Moldebeere. Die Böden sind tick zu weich, zu fluffig. Dieses bisschen festere vom Biss, das fehlt der Torte an. Das hat mich selber so geärgert, dass mir das Rezept nicht eingefallen ist. Vor allem, du hast es ja als allererstes gesagt. Und dann stand man hier und dann sagt man so, richtig, Bianca, genau so muss es sein. Und dann machst du eine Wiener Masse. Ich so, und der Kompott ist gut abgeschmeckt, aber zu wenig. Also von den reinen Texturen, wenn man von oben nach unten geht, dadurch, dass ihr auch diesen Vanillepudding gekocht habt quasi, kommt die Textur von der Creme tatsächlich der, die wir haben, schon verdammt nah. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. Danke. Was mir als allererstes bei eurer Torte auffällt, ist, dass wir so ein bisschen von dem Rand sehen. Die Torte ist ein Tick kleiner als der Tortenständer. Euer Einstrich sieht zwar sauber aus und sehr gerade, aber es scheint so ein bisschen durch. Dann sieht man immer noch die Schatten von der Füllung, von den Böden. Unsere Tochter war kein Naked Cake. Euer ist ein Naked Cake. Hat natürlich jetzt den Vorteil, dass ihr die einzigen seid, wo die Torte von der Größe her passt. Handwerklich sieht es nicht so schön aus. Eure Schokoladenornamente ist nicht das, was ich von euch erwartet hätte. Erstmal ist das kaputt. Sind noch nicht so genau rund gemacht. Du siehst hier dieses kleine Loch und da ein größeres Loch. Euer Podest ist ein bisschen schief, die Platte hier ist dicker da als da. Die Ringe sind rund, nicht glatt. Man merkt, dass du zu kämpfen hattest mit dem Verzieren und dem Einstreichen der Torte. Es ist relativ gut mit Karamell gefüllt, das ist mir schon beim Anschneiden aufgefallen. Er läuft schön raus, er hat einen wunderschönen Glanz. Also es ist ästhetisch, aber nicht das, was wir vorgegeben haben. Die Anzahl der Böden ist da, aber man sieht, die sind viel zu dick.
ist eine Karamelltorte mit so ein ganz klein wenig Säure von den Moltebeeren. Aber die Moltebeeren sind euch sehr gut gelungen. Weil die haben wirklich den Geschmack. Wenn man die richtig behandelt, dann bekommen die den Geschmack, den ich gewohnt bin von zu Hause. Und der ist da. Die Böhnen haben auch eine etwas festere Textur, sind ein bisschen dicker. Wenn du sie, glaube ich, noch einen Tick dünner aufgestrichen hättest, wären sie, glaube ich, schon sehr dicht dran gekommen. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Danke. Die Jury muss jetzt erstmal die Stückchen verdauen und hoffentlich über ganz viele Punkte sprechen, die sie dann nach der Beratung an euch verteilt. In Berlin qualmen Juryköpfe. Welches Team hat am besten kopiert? Man muss ja wirklich sagen, sie haben sich eigentlich alle tapfer geschlagen. Darüber hinaus noch eine Ingredienz, die noch nie gesehen oder geschmeckt haben. Ich kannte die Moltebeere auch gar nicht. Team Rot hat sich echt gut geschlagen. Die Juchtron, die da drin liegen, die waren allerdings viel zu fest. Team Blau hat ja sehr lange an den Böden herum experimentiert. Und sie haben sich nachher für eine Art Baumkuchen entschieden und sind damit auch schon relativ dicht dran gekommen, finde ich. Ja, aber die Torte ist zu groß. Weil sehr dick eingestrichen. Dick eingestrichen, definitiv. Ja, das war so. Aber die Sahne hat ja auch geschmeckt. Hier gibt es schon ein bisschen mehr Kritik. Der Tortenständer war einmal gebrochen. Aber die Creme war die beste. Also ein bisschen über 20 Punkte würde ich mir schon wünschen. Vom Karamell komplett erschlagen. Da habe ich mich ein bisschen verschätzt beim Eindressieren von der Torte. Hier hat man an der Sahne gespart. Das gibt dann den Naked Cake-Effekt. Und den will ich absolut nicht da sehen. Ich hoffe, dass es etwas über 10 ist. Ich würde sagen, wir schreiben mal die Punkte auf. Ja. Und dann holen wir sie rein, verkünden. Ja. Punktevergabe 1 von 2 in Woche 3. Hat eines der Profiteams das Maximum erreicht? Die Überraschungsaufgabe hat euch ja so einiges abverlangt. Ein Cookie-Cake auf einem Schokopodest. Da waren all eure Sinne gefragt, wie riechen, schmecken, sehen, aber auch euer Kurzzeitgedächtnis und vielleicht die gute Erfahrung. Bis zu 10 Punkte konntet ihr einsammeln pro Juror. Wie viele sind es geworden? Liebe Jury, haut raus. Beginnen wir mit dem Team auf Platz 4. Bei der Optik wurde nicht sauber genug gearbeitet. Und auch wenn die Torte sehr lecker war, eine Karamelltorte sollte es nicht werden. Das hat am Ende zu insgesamt nur 15 Punkten geführt. Team Lila. Ja, ist halt blöd, dass wir jetzt wieder den letzten gemacht haben. Auf den dritten Platz war man geschmacklich auf dem richtigen Weg. Allerdings hat das Schokopodest einen Strich durch die Rechnung gemacht. Mit der Summe 18 Punkte an das Team Grün. Kommen wir nun zu den zwei Teams mit den schönsten Kopien. Team Rot. Abgesehen von eurer Größe war eure Torte dem Originalschirm zum Verwechseln ähnlich. Team Blau. Auch bei euch passte die Größe nicht und euer Einstrich war zu dick. Was uns allerdings sehr, sehr gut gefallen hat, war das Spiel der Konsistenz. Euch trennt natürlich nur ein einziger Punkt. Auf Platz 1 mit 24 Punkten ist das Team mit der Farbe Blau gelandet. Demzufolge habt ihr Team Rot 23 Punkte und den zweiten Platz.